Hey, und weiter geht's. Endlich mal mit Super Mario All-Stars, Super Mario Bros. The Lost Levels. Und ja, erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, weil das ja schon ziemlich lange her ist mittlerweile, ne? Deswegen, ich hoffe, hier ist am Rennen. Ja, gut. So, ich hoffe, ich schaff's jetzt auch mal endlich, weil. Wo, nein, anscheinend schaffe ich's nicht. Egal. Wie viel länger habe ich noch? Oh, ein nur. Oh, das ist nicht so schön. Oha, das ist aber schon. Wow, das habe ich schon länger her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich meine. Ja, mehr als einen Monat, glaube ich, schon mittlerweile. Wo muss ich jetzt. Wo muss ich nochmal hin? Ich glaube, ich musste weiter. Cheep Cheeps. Warum müssen hier Cheep Cheeps sein? Ah, ich habe schon alles vergessen mittlerweile. Schön. Eigentlich wollte ich safen können hier. Okay. Dann halt nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es in der letzten Aufnahme getan habe, weil, wow, wieso habe ich das, ich habe es irgendwie geglitscht. Und ja, das ist sehr schön, dass ich einfach mal so sterbe. Ja, wow, das ist schon so lange her, wirklich. Ich weiß, ich sage es immer wieder, das ist schon so lange her, aber das ist wirklich lange her. Und, aber ich frage mich gerade, ehrlich, wieso konnte ich da durchspringen? Naja, ist egal. Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht darüber. Ich meine, warum sollte ich, das hat mir ziemlich gut geholfen eigentlich. Ich meine, sonst wäre ich gestorben, oder? Mhm. Schon eigentlich. Und ich habe jetzt gerade sehr oft eigentlich gesagt, obwohl ich es eigentlich nicht machen will. Also, was heißt eigentlich machen möchte ich? So, komm, na. Nee. So, komm schon, einfach schnell. So, gut. Ja. Wow. Ich hoffe, jetzt. Okay, die Piratenflosse kommt wieder, okay. Ja, ha. Wahrscheinlich denkt ihr, wenn ihr das hier schon seht, dann ist das Projekt schon fertig, aber nee, ist es nicht. Wow. Nee, aber ich sag mal so, ich hatte jetzt gerade sowas von Lust auf dieses Spiel. Auch wenn man es nicht so wirklich denkt. Ich weiß nicht, ich gehe runter. Ich habe gerade überlegt, soll ich nicht? Oh, Münzen, ja! Das ist sehr schön, Münzen. Ja, dann. Und 22 Münzen, okay. Bowser, was machst du hier schon? Das sah gar nicht nach einer Bowser-Stage aus. Ich wette, das war auch bei der letzten, meiner letzten Folge so. Hä? Wie ist. Okay, ich bin jetzt gerade verwirrt. So, komm. Warum ich verwirrt bin? Ganz einfach, weil ich gerade Game Over ging und auf einmal hatte ich nur 2 Leben. Ich meine, normalerweise fängt man nicht mit 3 Leben an. Oder habe ich einfach schon verpennt, dass ich insgesamt schon 4-mal gestorben bin? Anscheinend schon, weil sonst, ja. Das ist nämlich so schön, Computer machen keine Fehler, nur Menschen. Und damit ich keine Fehler mache, muss ich ein Computer werden. So, safe and continue zur Sicherheit, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon bei der letzten Aufnahme, also, ja, bei der letzten Folge gemacht habe oder bei der vorletzten Folge, falls ich hier schon seit 2 Folgen festsetze, beziehungsweise jetzt mittlerweile schon seit 3 Folgen, ja, da kann ja sowas passieren, dass man sowas vergisst. Ich meine, vor allem noch, nein, verdammt. Hätte klappen können, hätte Fahrradkette. Naja, egal, ne? Komm, einfach weiter. Ja, wo war ich gerade? Ich hab's schon vergessen. Yay, das ist sehr schön. Ja, egal. So, Piranha-Flosse, hau ab. Dankeschön. Bisschen zurück. So ist schön. Und jetzt. Und. So und. Ja. So und jetzt. Da, genau. Was gibt's eigentlich so zu sagen? Wow, das war jetzt sehr knapp eigentlich. Okay, ich dachte, ich hätte jetzt was gehört, aber habe ich nicht. Also, jetzt abgesehen von dem Ingame-Server hier. Bitte. Ah, gut. Das ist nicht so schön. Das ist irgendwie schwer zu steuern, finde ich. Aber vielleicht bin ich auch alleine mit der Meinung und. Geronimo! Ach, gut. Wieso auch immer Geronimo? Ich weiß es eigentlich nicht. Ist einfach irgendwie so ein Ausruf. Warum auch immer man sowas nutzen möchte, aber. Ich weiß schon, was ich als nächstes sagen würde bei so einem Sprung. Und ich weiß, da irgendwo sind Pilze versteckt. Nein! Direkt in den Hammer rein. Und ich glaube, ich bin jetzt wieder Game Over, oder? Bin ich das? Und ich bin nicht Game Over, okay? Ich bin nicht Game Over. Irgendwie. Ja, irgendwie spinnt jetzt gerade die. Entweder ich spinne, weil ich schon lange nicht mehr geschlafen habe. Was. Wahrscheinlich also ist, dass es deswegen ist. Oder die Anzeige spinnt irgendwie. Eins von beiden auf jeden Fall, aber ich glaube eher Ersteres, dass ich langsam spinne und denke, oh, eigentlich habe ich schon noch ein Leben gehabt und jetzt habe ich auch wieder drei. Irgendwie sowas. Mhm. Deswegen Sprung!
Und ja, sehr schön. Und natürlich. Okay, wie hat er mich bitte gekillt? Ich weiß es nicht. Ein Leben. Okay, das... Warte, was? Ich muss jetzt zwei Leben haben, oder nicht? Hä? Okay, wie gesagt, ich spinne irgendwie. So, Save and continue. Jetzt habe ich 5 Leben. Mal schauen, ob sich das jetzt... Nein, nicht jetzt. Nee, jetzt nicht. Aber jetzt langsam... Na, okay, dann nicht. So, jetzt habe ich 4 Leben. Oder? Ja, 4 Leben. Schön. Also, nicht direkt schön, dass ich gestorben bin, aber schön, dass ich doch nicht so spinne, wie ich zuerst dachte, nämlich. Denn das wäre ziemlich schlecht. Deswegen so und... Ja, gut. Ich dachte, ich würde jetzt noch da runterfliegen, weil Luigi so rutscht so viel. Warum auch immer. Also, er hat eine komische Sprungphysik. Wow, und ich dachte, ich würde jetzt noch von der Dingenskirchen getroffen werden. Von der Feuerwalze, glaube ich, ist das, ne? Ja, irgendwie so. Ist ja auch egal eigentlich, weil das Ding lebt nicht. Das hat keinen Namen dann. So, komische... Ach, gut. So, na, und hoffentlich schaffe ich es... Ja, ich schaffe sogar durch. Gut. Geronimo! Nein, ich wollte was anderes sagen, nicht Geronimo. Ich wollte eigentlich... Na, egal. Das ist so schön, wirklich. Ach, ja. So, komm. Na, oh, verdammt, ich dachte, ich würde es noch schaffen. Jetzt muss ich aber 3 Leben haben, oder? Ah, ne, 2, ja, stimmt, 2. Ja, ich bin ja gerade eben gestorben, wo ich noch Geronimo gerade gesagt habe, obwohl ich es nicht sagen wollte. Ach, komm, na, scheiße. Das war jetzt wirklich schon mein Todesurteil. Die Flasche mal da hinten, damit ich nicht durcheinander komme, welche voll ist, welche nicht. Weil ich habe ja schon irgendwie 4 Flaschen oder so stehen, weil eben so heiß ist hier. Ich meine, wir haben heute Freitag. Oh, nein, verdammt. Ich glaube, das müsste jetzt mein Game Over sein, oder? Also, ihr seht diese Folge einen Tag, bevor sie hochkommt. Was? Nein. Ja, ihr seht die Folge einen Tag, bevor sie oben ist. Genau. Nein, ihr seht diese Folge genau einen Tag, nachdem sie erstellt worden ist. Was zwar normalerweise auch der Fall war, aber normalerweise war es vielleicht sogar mal ein paar Stunden vorher. So. Ach, hey. Und, ja, schön. Und... So, und ich hoffe, du gehst auch rein. Gut, weil ich weiß nämlich noch, als wenn du groß bist, dann machst du es nicht. Also, dass du so reingehst halt, ne? So, und jetzt komm. Wow, das ist immer so eine Qual mit Luigi, wenn er noch nicht gerannt, also wenn er noch nicht eingerannt ist. Eingerannt? Gedönst halt, ne? So, so, okay. Leroy Jenkins! So. Genau, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Nicht irgendwas mit Geronimo. So? Ach, schade. Dö-dip. So, mal schauen, ob ich es jetzt auch schaffe, mal da weiterzukommen, weil das wird ziemlich schön eigentlich. Denn so ein... Scheiße. Nee, so ein Scheiße. Ich glaube, ich muss da einfach durchrennen. Kann das sein? Ich versuch's mal mit durchrennen. Das klingt ziemlich plausibel, irgendwie. Nein! Nein! Was soll das? Na, okay. Tut mir leid. Einfach jetzt so schnell. Ja, gut. So, und... Ja, schön, dass du springst, Luigi. Wunderbar! Nein, ich wollte es nicht mehr machen. Ich weiß es nur. Ich weiß ganz genau, dass ich gesagt habe, dass ich das nicht mehr machen wollen würde. Wieso mache ich das dann? Verdammt! Egal. So, weiter geht's. So, und wir haben schon 8 Minuten. Oh, fast 9 Minuten sogar. Interessant. So. Bisschen zurücklaufen und jetzt. So. Nein. Nicht mit mir, mein Freund. Mein Freundchen da. So, und weiter geht's, ne, würde ich mal sagen. Deswegen ein bisschen warten, damit der... Ach, gut, wow. Ich dachte, der würde mich noch treffen irgendwie. Auch wenn es unwahrscheinlich gewesen wäre, aber ich dachte, er würde es noch schaffen. Ach, schade. So, So. I am Leroy Jenkins! So. Leroy Jenkins ist cooler. So. Ha, oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich habe es ja herausgefunden, wie es doch möglich ist. Und nö, habe ich doch nicht anscheinend. So, einfach vorbeirennen, springen und einfach rennen. Ja, verdammt. Hä? Wie soll ich das denn schaffen, bitte? Hä? Wie soll ich das bitte schaffen, wenn er da... Hä? Auf jeden Fall ist schon mal eine Sache klar, dass ich müsste das 5-mal schaffen, das Ding, damit ich ein Leben bekomme. Also ich...
Ich könnte ruhig 5-mal sterben halt, aber nur wenn ich bis zu Bowser käme, weil dann habe ich auf jeden Fall 110 Münzen gesammelt, entspräche einem Leben und 10 weiteren Münzen und ich bin tot. Und das würde darum bedeuten, dass ich halt dann, oh, ich bin vom Game Over, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen, irgendwie, dass ich schon wieder gestorben bin. Ja, und das würde halt bedeuten, dass ich dann insgesamt 6 Leben hatte, was dann wiederum eine 6. Chance ist, logischerweise. Und, wow, ich dachte, ich wäre jetzt getroffen worden, aber war ich anscheinend nicht, das ist schön. So, und jetzt ein bisschen zurück. So, schön. Und jetzt schnell, bevor die Piraten so wiederkommen. Und ja, warten und springen. Und jetzt weiterlaufen. Yay! Und ich sterbe doch nicht. Okay, ich dachte, ich würde jetzt sterben, weil ich zu nah, also, weil ich dachte, ich würde noch auf sie drauf fallen. Aber, wie gesagt, war nicht der Fall. Deswegen, wunderbar. Boah, tut mir leid. So, und, ach, das ist so schön, wieder aufnehmen zu können. Also, was heißt zu können? Also, mein Computer war ja kaputt, habe ich auch geschrieben. Oh, nein, das ist doch nicht so. Aber, und, Little Jenkins! Und tot. War klar, dass ich wieder sterbe. Okay, genau, kann ich es irgendwie nicht. Also, ich kann es auch so generell nicht, diese irgendwie so eine nervtötende Lache, die kennt ihr sehr bestimmt. So. So, von irgendwelcher arroganten Frau aus dem Anime. So, normalerweise aus dem Anime. Und ich bin tot. Warte. So, jetzt hat man das Schnipsen auch hören können. Hoffentlich nicht, dann tut's mir leid. So, und einfach, ich würde mal einfach sagen, genau. Das. So, komm, einfach weiter. Weiter. So. Nein. Wieso, Luigi? Wieso? Man wendet sich nicht gegen Familie, Luigi. Oder irgendwie so ähnlich, ne? So, einfach weiter. Nein, Scheiße. Ja, schon verkackt. Oder? Schaff ich's noch? Nein, schaff ich nicht mehr. So, okay, tot. Ach. Und noch ein Leben und ich habe es 2-mal geschafft. Wow. Also, denke ich mal zumindest 2-mal, weil ich habe 800 Punkte. Und auf einen Koopa drauf zu springen, bringt 400 Punkte. Von daher müsste ich es ja theoretisch gesehen 2-mal geschafft haben. Mittlerweile sogar 3-mal, wenn man halt jetzt so. Nee, gut. Wo bin ich gerade eben eigentlich nur gestorben? Ich habe es schon vergessen. Also jetzt, nicht jetzt gerade eben, sondern davor, meine ich. Oder wo ich, generell war nicht, wo ich die letzten Male gestorben bin, weil. Nein, und tot. Okay, ich nehme aber trotzdem kurz mal einen Schluck, was ich zwar auch vor der Aufnahme machen hätte können, aber nee. Es ist viel schöner, mitten in einem Let's Play zu trinken. Ja, das stimmt wirklich. Müsst ihr mal machen. Wenn ihr auch Let's Player seid, was ja, fast, 90% des deutschen YouTube-Bereiches ist. Ja. Ja, stimmt aber wirklich irgendwie, also. Doch, kann man wirklich schon sagen, dass 90%, also ich weiß nicht, nein, wahrscheinlich nicht 90%, aber schon so. 50% mindestens besteht aus Let's Plays. Also, ich meine jetzt halt des deutschen YouTubes besteht aus Let's Plays, mindestens. Und das ist eigentlich schon viel eigentlich, wenn man bedenkt, nur einen Bereich. Also jetzt. Und, ja. Oh, scheiße. Ich bin so scheiße. Ach, ey. Komm, langsam. Boah, das ist so heiß hier, ne? Ich meine, wir haben jetzt wir haben 20 vor 5 haben wir, ne? Wir haben 4.38 Uhr am Freitag, den 27. Juli. Ich musste kurz überlegen, was Juli bedeutet. Ja, egal. Und wir haben es richtig heiß. Ich meine, es kommt mir gerade vor, als ob ich irgendwie jetzt schon bei Minus vor allem, ja, bei 50 Grad oder so bin. Also, mir ist zumindest so heiß. Bestimmt entspricht das der Realität so, nämlich gar nicht. Wahrscheinlich sind es so eigentlich so 17 Grad, keine Ahnung. Ich hab für sowas kein Gefühl eigentlich. Aber so kommt es mir auf jeden Fall, als ob es 50 Grad wären, weil ich krepiere richtig hier. Verdammte Scheiße, wirklich. Ich meine, ich gehe schon bei minus 8 Grad so mit T-Shirt raus. Also dann ist das, was wir gerade haben, oft sehr heiß, wirklich. So, egal. Ach, gut. Wow, der Sprung sah sogar ziemlich gut aus. So, und
Ja, schön. Und doch nicht tot. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt wieder tot. Yay! So, und spring! Und ja, und wow, ey. Das, Jeep, Jeep, du hast mir ziemlich Angst eingejagt. Das ist nicht so schön, wirklich nicht. Nee. Du hast meine, jetzt hast du mein ganzes Lebenswerk zerstört, indem ich auf dir drauf gesprungen und du mir Punkte gegeben hast. Dann werde ich dich töten. Irgendwann. So, wieso hat's die ganze Zeit geklappt, aber jetzt auf einmal nicht? Hä? Haar? Egal. Aber weiter geht's, ne? So. So, einfach schnell. Gut. Und einfach weiter. Das ist immer gut. Einfach weiter zu laufen, nie anzuhalten. So, und jetzt springen. Und jetzt weiß ich eigentlich gar schon nicht mehr, was ich sagen soll. Außer, was ich halt immer mache. Das seht ihr selber. Deswegen hat es eigentlich keinen Sinn, was dazu zu sagen. Ich meine, dass ich jetzt gesprungen bin, sieht jeder. Deswegen, wieso soll ich das immer wieder erwähnen, dass ich jetzt springe? Ach, ey. Egal. Einfach durchrennen. Und, ja, jetzt auf einmal klappt es nicht mehr. Und ich nehme mal noch mal kurz einen Schluck, nachdem ich Pause gemacht habe. Also Pause gedrückt habe. So. Ein bisschen mehr als ein Schluck, um ehrlich zu sein. Weil es, wie gesagt, einfach scheiße heiß ist. Zumindest für mich. Ja, nee. Jetzt aber. Ja, genau. Und hoffentlich schaffe ich es jetzt mal endlich, weil das wird ziemlich schön eigentlich, wenn man so bedenkt. Also, ich sitze auf jeden Fall seit der letzten Folge hier, mindestens. Also, vielleicht sogar schon seit der vorletzten Folge, aber mindestens seit der letzten Folge, weil sonst... Ich habe schon mit einem kleinen Handicap angefangen, halt diese Aufnahme zu tätigen. Deswegen schätze ich mal schon, dass ich da vorher gesessen habe. Deswegen, ja. Oh, nö, diesmal nicht. Nö. Oh, okay, jetzt ist die Platze geflasht, ja. Ich hoffe jetzt. Natürlich kommst du dann raus, boy. Ah. Ja, ich habe vorher habe ich noch mit dem lieben Jump-LP. Das jumpte LP. Habe ich auch noch was vorher aufgenommen. Was. Ah ja, ich muss noch eine Playlist erstellen, fällt mir gerade so ein. Von einem Projekt, was wir schon. Was er schon mittlerweile hochgeladen hatte. Ja. Ich stelle einfach heute noch eine Playlist für und dann, ja. Ja, dann könnt ihr es auch mal sehen. Halt, ne? So. Nein, natürlich nicht. Und ich bin eigentlich hintergestorben. Dahinter! Warum tötest du mich, wenn ich schon hinter dir bin? I gotta pass you. So why did you kill me? That doesn't make any sense. Lustig ist, dass viele Leute wirklich Sinn machen sagen. Obwohl das ja voll falsch ist. Wie auch immer ich jetzt eigentlich drauf komme. Ich meine, ich bin sowieso irgendwie schon so ein Grammar-Nazi. Ich glaube, man hat das mittlerweile schon ein bisschen gemerkt, so dass ich Wert auf grammatikalisch richtige Sätze Wert lege. Habe ich gesagt, dass ich Wert auf richtig. Egal. Es ist spät. Ich darf das. Ich darf jetzt Fehler machen in grammatikalischen Sätzen. Eigentlich ist das auch falsch. Ich darf Fehler machen in Sätzen. So. Ich darf Fehler in Sätze einbauen. Ich dürfte es. Im Konjunktiv. Ich habe die Möglichkeit dazu. Ich darf es. Weil eben, ich habe eine Entschuldigung diesmal dafür. 2 Tage nicht geschlafen, nicht so wirklich. Und dann, aufnehmbar. Nee, das kommt nicht gut. Egal. Ich will einfach mal sagen, ja, ne? Halt. Nein, natürlich schon wieder nicht. Komm, nein. So, und... Und, na okay. Das hätte nicht klappen können. Das, nee, geht wirklich nicht. Das hätte nicht mit Luigi was werden können. Nee. So, komm einfach, Luigi, los. Ja, wow, das war jetzt ziemlich knapp, Luigi, wirklich. Aber so, ein bisschen zurück, aber nicht runterspringen, Luigi. Das wäre ziemlich schön, wenn du das nicht tätest. Und Dankeschön. Und tun. Yay. Boah. Pinafers, danke schön, dass du runtergehst. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du das machen würdest für mich. Und anscheinend hast du es doch getan, bevor ich es gesagt habe, weil du entweder meine Gedanken lesen kannst oder du bist ein scheiß Psychopath. Eins von beiden auf jeden Fall. Und jetzt klappt auf einmal, natürlich. Aber vorher hat es zweimal nicht geklappt. Naja, warum auch immer. Jetzt auf einmal. Aber. Ich warte ein wenig. So, und jetzt. Egal. Noch ungefähr 10 Minuten, okay? Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich wirklich leben noch. 10 Minuten. Ja, 10 Minuten, ein Schloss. Nicht mal fertig bekommen. Ja, passt. Ist schon, ist
passt schon. Ja. Oh, nee, nee. Ich wollte gerade Rosrennen. Ja, Rosrennen. Oder Rosrennen. Irgendwie sowas. Egal. Einfach so und jetzt runter. Schön. Und Bam. Und los. Ja, so. Ich verstehe diesen Block nicht, um ehrlich zu sein. Also, welchen Sinn hat der? Jo, und jetzt kommt... Und wehe, Piranha, was... Soll ich rüber? Ich gehe mal kurz rüber. Und ich wette... Okay, ich dachte eigentlich, ich würde... Nee. Ich warte lieber noch auf die Piranha-Fresse. Und so, und einfach runter. Yay! So, und jetzt... Oh, schade. Okay, egal. Mal schauen, ob ich es jetzt endlich schaffe. Das wird ziemlich schön eigentlich, ne? Wenn man so bedenkt. Ja, ich schaffe... Also irgendwie... Jetzt habe ich es einmal geschafft und dann verkacke ich es natürlich. So muss es sein. So muss es nach jahrelangem Aufnehmen sein. Also... Stimmt, mittlerweile schon ein... Ja, Let's Player fällt mir gerade so ein. Auch wenn ich es zwar nicht so... Auch wenn ich es halt nicht jetzt wirklich regelmäßig gemacht habe. Also regelmäßig hochgeladen zum Beispiel. Egal, ich bin es eigentlich. Bang. Wobei man könnte auch sagen, ich bin erst ein Jahr Let's Player, wenn ich 365 Parts hochgeladen habe. Also 365 Folgen halt von irgendeinem Let's Play. So, tot. Boah, ich glaube, ich nehme gleich noch einen Schluck. Ey, ich kacke hier ab. Das ist nicht schön. So, und jetzt einfach weiterhin. Ja, danke schön, dass du mich auch nicht tötest, Feuerwalze. Das ist sehr nett. Also, das ist wirklich nett, wenn... Kommst du raus? Dankeschön. So, na, oh, natürlich nicht. Warum springe ich so früh? Das ergibt doch keinen Sinn. So. Ja. Also, der Donner kann langsam auch mal aufhören, ne? Übrigens, was ich sehr interessant fand, die meisten werden ja wahrscheinlich das Spiel Mario's Missing kennen, wenigstens vom Namen her. Und ich spring schon wieder in die Lava, das ist schön. Was ich sehr interessant fand, ist, dass viele Sachen in Mario's Missing auftreten, die es in Super Mario World gab. Und Super Mario World kam nach Mario's Missing. Zum Beispiel war da schon der Sprite von Mario und Luigi. Bisschen was für Luigi eher, aber ist ja eigentlich der gleiche Sprite nur umgefärbt bei Luigi. Und, ja, ich meine, Yoshi gab's da auch schon. Obwohl, wer sagte das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber jemand sagte, dass sie, Mario auf Yoshi reiten lassen wollten, schon seit Super Mario Bros. Also seit dem ersten Teil halt. Und ja, aber die konnten das halt nicht wirklich umsetzen. Erst ab dem Super Nintendo halt, aber Yoshi gab's schon vorher. Also vielleicht irre ich mich jetzt mit Yoshi, weil das ist schon länger her, dass ich gespielt gehabt habe. Fällt mir gerade jetzt irgendwie ein, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich gerade mit Luigi spiele und eigentlich eher da runter weitergehen sollte, aber okay, scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall irgendwie so, ne? Auf jeden Fall weiß ich noch, dass das Sprite halt auf jeden Fall da, halt gedönst ist halt, ne? So. Und ich kann noch etwas sagen, fällt mir gerade so ein, so bezüglich der Let's Plays von mir. Etwas Besonderes wird erscheinen, also besonders mittler, also jetzt vom jetzigen Zeitpunkt ist es nicht besonders. Ach du Scheiße. Es ist nicht besonders, wenn es ja, es ist eigentlich dann nicht mehr besonders, weil es ist mittlerweile auch so eine Art Flut geworden. Aber für mich etwas vollkommen Neues. Wow, dankeschön. Etwas in dieser Hinsicht habe ich nicht gemacht. Und das wird auch nicht alleine vonstatten kommen, sondern, vonstatten sein. Sondern werde ich mit einem, guten Freund aufnehmen. Was es sein wird... Es hat was mit Pokémon zu tun. So viel kann ich ja sagen. So, und jetzt... Ich hoffe... Wow, oh... Ich dachte, ich habe mich jetzt gefragt, wieso kommt die Musik nicht? Also, dass ich tot bin. Komm schon und komm. Wow. Wie soll ich das bitte... wie hätte ich das bitte machen sollen? Hä? Jo. Egal.
Ich habe jetzt nicht gesehen, ob der wirklich springt. Habe ich auch nicht gesehen, dass er springt? Nein. Ich habe jetzt nicht auf die Feuerweise geachtet. Hat sie den Boden berührt? Also die Brücke? Weil wenn das der Fall ist, dann kann ich da unmöglich durch. Also ich zumindest. Ich meine, dass es möglich ist, ist klar. Aber ich persönlich kann da nicht dann durch. Ich kenne nämlich meinen Skill. Und mittlerweile sollten ihr das auch wissen eigentlich, ne? Wenn man so anschaut, so die Historie, wie ich das gespielt habe bis jetzt. Mhm. Ja, sollte man eigentlich wissen, wie gut ich bin, in Anführungsstrichen. Nein, und schon wieder tot. Yay! So, noch 4,5 Minuten eigentlich. Ja, dann nehme ich noch einen Schluck. Ich werde mir einfach erstmal den Hals trocken reden und dann, ja. Mal schauen, ob ich dann noch eine Folge aufnehme. Ich weiß es nicht. Weil, wie gesagt, ich habe ja noch ein kleines Projektchen. Kleinen Anführungsstrichen. Hey, das wird eine schöne Arbeit, wirklich. Und wer, es gefällt euch nicht. Und ich bin tot schon wieder. Yay, obwohl ich eigentlich da weitergehen sollte, aber okay. Nein, also, natürlich kann sein, dass es euch nicht gefällt. Egal. Es hatte nichts damit. Es ist ja nicht immerhin Let's Talk About Your Project, sondern Let's Play. Let's Talk with Luigi, wollte ich irgendwie sagen. Eigentlich ist es ja ein Let's Play Super Mario All-Stars, von daher. Auch ein bisschen spielrelevante Sachen könnte man erzählen. Wie zum Beispiel, dass da jetzt gerade der Donner wieder gegrollt. Ich weiß nicht, wie man das eigentlich sagt. Ich glaube, Groll, ne? Und ich roll das eher, ey. Das ist bestimmt so eine Erkenntnis gerade für euch. So, what? Er rollt das eher? Ist mir gar nicht aufgefallen. Na, Spaß. Aber was ich meine, so halt, es nervt manchmal, wenn ich das eher roll. Also manchmal schon. Nicht immer, aber schon so zwischendurch kann es mal nerven. Weil das klingt komisch. Zumindest klingt es für mich komisch so. Vielleicht für andere nicht. Vielleicht finden es manche gut und ich springe noch in den Cooper rein, obwohl er mich auch so oder so getroffen hätte. Egal. Boah. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass es hier gerade ziemlich heiß ist? Also jetzt abgesehen von den letzten 450 Male so. Wenn nicht, ist es heiß hier. Und ich springe noch in die Spitze der Feuerweise. Wunderbar. Eieiei. Egal. Nein, jetzt nicht. Und jetzt. Nein, wow. Perfekt. Boah. Und das steht wieder 1, glaube ich, oder? Oder war der ganz leicht schief? Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat wieder 1 gestanden. Also, die Feuerwalze war, glaube ich, auf 12, oder? Doch, die war auf 12 gerade eben. Und los! So, und weiter. Dankeschön. Wieso sage ich Dankeschön eigentlich die ganze Zeit? Ich meine, bei den Piranha-Pflanzen ist es okay. Bei den ganzen Lebewesen ist es wahrscheinlich. Aber wieso bei den Feuerwalze jetzt gerade? Oder wofür habe ich mich sonst bedankt eigentlich? Ich weiß es selber eigentlich gar nicht. Und ich sage ziemlich oft eigentlich, obwohl ich das eigentlich nicht machen wollte. Aber das habe ich, glaube ich, schon einmal gesagt in diesem... Ach komm. Es hat keinen Sinn. Ach, ey. Ich bin gerade schon ein bisschen aufgedreht. Kann das sein oder komme ich mir jetzt nur so vor? Eins von beiden auf jeden Fall. Also entweder ich bin aufgedreht oder ich komme mir jetzt gerade nur so vor, weil ich es irgendwie selber nicht mehr gewohnt bin. Ja. So. Und natürlich sterbe ich. Ja. Die Frage ist jetzt nur, ob ich... ich mache noch bis zum nächsten Game Over. Also bis zum Game Over mache ich noch und dann beende ich auf jeden Fall schon mal diese Folge und schon wieder tot. Vielleicht schaffe ich sogar noch in den 30 Minuten das Game Over zu erreichen. Zu bekommen. Man weiß es nicht, also ich glaube schon. Mhm. Doch, ich schaffe es. Ich meine, ich habe nur noch ein Leben. Yo. So, gut. Und jetzt einfach ganz schnell. Dankeschön, dass du mich nicht getroffen hast. Dafür könnte man sich zum Beispiel bedanken, aber ich bin jetzt Game Over. Also, das war dann Super Mario All-Stars. Mal schauen, ob ich noch eine Folge drehe. Vielleicht nicht. Wenn, dann sehen wir uns gleich wieder. Hört ihr mich gleich wieder. Und wenn nicht, dann wünsche ich einen traumhaften Tag und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss!